Herzlich willkommen zusammen. Ich bin gerade auf dem Weg von meinem ersten Haus ins Dorf. Und jetzt habe ich hier ein paar Fässer gefunden am Fluss. Da gibt es Pflaumenbaumsetzlinge und da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Da gibt es Hafenkorn. Ja, das ist cool, das brauche ich auch. Und das dachte ich, das wollte ich euch schnell noch zeigen, bevor ich jetzt verhinterlaufe. Ja, während ich jetzt hinterlaufe, vielleicht, was wir jetzt heute schnell machen, beziehungsweise was ich alles gemacht habe jetzt offscreen. Ich habe offscreen ein bisschen Körbe verkauft und Stöcke gesammelt, um ein bisschen Geld zu bekommen. Mit dem Geld habe ich dann teilweise direkt schon mal ein bisschen, wie heißt's, ein bisschen Dung habe ich gekauft. Ich habe ein bisschen Hafer gekauft, ich habe ein bisschen Roggen gekauft, weil wir das anbauen müssen, unser Schweinefutter. Und ja, das werde ich jetzt alles nach Hause bringen, dort ablegen. Ich habe von vorne, da lag noch ein bisschen Wollgarn und so Sachen in der Truhe. Das habe ich mir jetzt geschnappt und das nehmen wir mit, packen das hier rein. Genau, die Zinnbarren waren auch vorne. Das sind die Sachen, die ich brauche, wenn ich mir dann meinen Rucksack bauen möchte. Den bauen wir nicht heute, den bauen wir wann anders. Denn heute geht's auf nach Rolnica, Denizia, ein paar Quests erledigen und ein Schweinchen kaufen, solche Sachen, genau. Alles, was ich nicht brauche, hier raus. Wollgarn, Wollstoff. Zinnbarren. Hafenkorn. Haben wir jetzt auch mehr wie gedacht. Ein bisschen Flachsham habe ich auch noch gekauft. So. Und dann wollte ich hier einiges einpacken, was ich verkaufen möchte. Zum einen die Weidenkiste. Weidenkörbe. Holzbecher. So, noch Gewichtsplatz. So, den lassen wir voll da. Das ist das, was ich verkaufen möchte. Und ist noch was zu essen für mich. Da ist relativ wenig da. Ich glaube, das lassen wir den einfach. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg, beziehungsweise eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte hier noch schnell ein weiteres Feld anzeichnen. Wo wir dann Hafer und Dings einbauen. Dass du das zumindest schon mal packen kann hier. Zwei breit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15. Komm, die Größe darf man mal hacken. Ja, dann mache ich mich auf den Weg rüber nach Denizia als erstes. Und dann nach Rolnica. So der Plan. Wir müssen ja mit Fenina ein bisschen quatschen. Ich trinke nochmal schnell was. Wobei, da hinten hat es auch einen Fluss. Was wir gemacht haben, haben wir gemacht. Okay, die geht zur Arbeit. Sehr schön. Jetzt natürlich wieder aufpassen hier. Wegen wilden, bösen Tieren. Bösen Fuchs.
ein Fuchs, kein Fuchs. Ja, nach Rolnica gehe ich auch, um dort Nadar zu treffen. Ich hoffe, dass der da ist. Da haben wir eine Quest, die wir jetzt schon ewig haben. Ui. It's Halloween, it's Halloween. Da steht sie. Genau, quatschen wir mal schnell mit ihr. So. Es war alles nur ein Missverständnis. Hier ist die Bezahlung für den Trank. Am Ende bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Bist ja sogar gerade noch rechtzeitig gekommen, du Schnecke. Ich bin gerade dabei, von hier zu verschwinden. Wohin denn? Ich verlasse dieses Tal. Ich bin einfach über diesen albernen kleinen Ort hinausgewachsen. Es gibt anderswo wichtigere Geschäfte zu tätigen. Was ist mit unserer Abmachung? Ich erinnere mich. Ich kaufe dir alle dämlichen Figürchen, die du hast. Großartig. Für eine Münze pro Stück. Eine Münze, das ist unerhört. Du hast mich reingelegt. Wir hatten keinen Preis ausgemacht, du Strohkopf. Das ist mein Angebot. Nimm es oder lass es sein. Na, dann gib mir die verdammten Münzen. Gut, gute Reise, du rotes Riesel, du. Naja. Ich hätte jetzt auch Nein sagen können und sie wegschicken können, aber ich denke, da wäre sie weg gewesen und hat gar nichts gehabt. So. Moment. Wollte ich hier was kaufen? Nee. Ich habe ja schon Stroh und das Samen. Ich bin jetzt falsch gelaufen. Muss eine Runde. Genau. Richtung Rolnica. Versuchen, dass wir da finden, ein paar Schweinchen. Jetzt begeben wir uns natürlich wieder auf einen neuen Weg, wo wieder viele Gefahren lauern können. So ein bisschen auf der Hut sein, aber wir können natürlich auch den einen oder anderen Schatz finden. Alles seine Vor- und Nachteile. Schauen wir mal. Ja, zu Hause mit Nahrung ist echt ein bisschen knapp. 200, jetzt geht's gerade wieder. Ich hoffe, das macht denen nichts aus. Also klar macht sie ein bisschen was aus, aber ich hoffe, das reicht über den Winter, dass mir da niemand irgendwie davonläuft oder so. Denn wenn ich die ganz vernachlässige, dann hauen die ab. Das ist mir bewusst. Ist nichts mit Schatz. Ja, wir müssen auch noch einen Bären jagen. Vielleicht machen wir das mit früher. Damit kommen wir auch noch. Ja, Fleisch wieder. Ja, selber mal ein bisschen jagen. Aber generell muss ich ein bisschen beobachten. Es könnte jetzt am Winter liegen, aber ich hatte auch schon andere Zeitpunkte, wo plötzlich so wenig Nahrung da war und kurze Zeit später war wieder viel Nahrung da. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen das Glück und das Pech des Jägers. So, jetzt haben wir hier einen Wagen. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, eine Bronze sicher. Nee, mehr sehe ich da jetzt nicht. Manchmal liegt nämlich auch ein bisschen abseits noch was, aber hier jetzt tatsächlich nicht. Gut, dann schauen wir mal, ob man da ist und ob wir ein Schweinchen bekommen. Für das Schweinchen müssen wir dann natürlich auch noch
Schweinefutter herstellen. Ah, genau, Schweinefutter wollten wir kaufen. Aber das müsste ja auch hier bei der Schweinehändlerin gehen. Be welcome, stranger. Zeig mir mal deine Ware. Tierfutter. Wie viele Münzen habe ich denn? Das sehe ich gar nicht. Würde ich sagen, ich verkaufe dir die Weidenkiste. 1800, alles klar. Holzbecher. Das war's. Können wir ein bisschen Tierfutter kaufen? Boah, ist das teuer. 10 Stück mal. Goodbye. Oleg. Ja gut. Gekauft. Sehr schön. Ja, ihm fehlt jetzt Futter. Das habe ich bei mir. Das werde ich ihm einbringen. Fällt gerade ein, ich habe auch ein paar Sachen bekommen, als ich hier in der Nacht gelevelt habe. Und zwar haben wir hier Überleben Fertigkeitspunkte. Langsamer Ausdauer verbraucht, das klingt gut. Machen wir mal da einen Punkt. Was haben wir denn noch? Unempfindlichkeit. Alkoholresistenz. Schnellere Bewegungen. Wassergiftresistenz. Mehr Gesundheit. Mehr Gesundheit machen wir. Was haben wir denn hier? Schnelleres Bauen. Weniger Ausdauerverbrauch beim Bauen. Machen wir hier ein bisschen schneller leveln. Die Hämmer halten länger. Ein bisschen schnelleres Bauen nicht mal. Technologie, was hat denn hier freigeschalten? Entweder Werkstatt 2 war's. Gut. Ein Schweinchen Hammer, jetzt muss man da noch suchen. Was? Mist, wenn. Alle Kinder. Der gelbe Radegost Namia Herr Männergilde. Be welcomed, stranger. Goodbye. Ich will dir nicht helfen, ich such mal da. Hubert. So, na, da sollte Rocken liefern. Dann ist er vielleicht irgendwo auf dem Feld. Nö. Hello, Traveler. Wo finde ich? Landwirtschaft? Landwirt? Ja, das sagt mir nur, dass es hier in Rolnica eingibt. Ist er auch nicht. Da könnte noch jemand drin sein. So, nochmal Übersicht. Da haben wir gefragt. Das ist ein Holzschuppen. Ist hier jemand drin? Ja, Matten dahinter. Oh Gott. Hey, was war das? War hier schon zu kalt draußen? Wir haben die drei hier. Die hatte ich schon.
hatte ich schon. Da war nur die eine Dame. Da, hinter der Tür steht er. Das ist aber auch hier. Dieses Haus, und dann steht er hinter der Tür. Hallo, Nadar. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich wurde darum gebeten, nach einer Rockenlieferung Ausschau zu halten, die es nach Custodia hätte geliefert werden sollen. Gibt es etwa Schwierigkeiten? Also, ist er noch nicht in Custodia angekommen? Das ist besorgniserregend. Was ist passiert? Ich habe schon gestern einen meiner Arbeiter mit dem Paket losgeschickt. Er hätte längst dort ankommen sollen. Es gab nie irgendwelche Schwierigkeiten auf diesem Weg. Irgendwas muss passiert sein. Ich bin sowieso schon hier. Also kann ich mich auch auf die Suche nach ihm machen. Ich bin von Custodia gekommen. Aber vielleicht habe ich ihn auf dem Weg irgendwo verpasst. Würdest du das tun? Das wäre wirklich eine große Hilfe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Na, da verlieren wir besser keine Zeit. Alles klar. Das heißt, der wurde losgeschickt und kam nie an, aber erst seit gestern. Ich habe aber mit der Dame in Custodia schon vor 2,5 Jahren geredet. Also, irgendwas ist da faul, aber schauen wir mal, vielleicht finden wir ihn. Ich habe jetzt Schweinefutter. Ich habe nicht noch Geld, um mir groß mehr zu kaufen. Nö. 693. Brauche ich auch ein bisschen, um Steuern zu zahlen bald. Ja. Schweinefutter können wir bald selber herstellen. Sehr gut. Schauen wir mal einfach. Vielleicht ist er einfach neu aufgetaucht, jetzt nachdem ich quasi darüber geredet habe. Da wird er wohl hier diesen Weg lang gelaufen sein. Oder er ist tatsächlich anders gelaufen. Oh, oh, ich höre einen Wolf. Das klang so, so rau. Na, ich kann keinen Wolf nachmachen, ich bin schlecht. Gut. Bis hierhin. Jetzt kann hier halt rechts oder links gelaufen sein. So, schauen wir mal. Ah, nee, warte mal. Soll das bedeuten, dass der hier in diesem Kreis ist? Suche den Kurier auf dem Weg nach Custodia. Das heißt, der ist ja irgendwo in meinem Dorf. Alles klar. Mal kurz schauen hier. Lager, Nahrungsmittel. Nietenpilz wollen sie nicht essen, das tatsächlich. Ich muss jetzt mein Schweinchen füttern. Und wenn ich unterwegs irgendjemandem begegne, wird er direkt abgeschlachtet. Moment. Wir laufen da unten lang. Der Weg ist kürzer. Das ist ein da ist schon jemand. Keine Bat. Ach. Hier wird ein Bogen abgefeuert. Kann ich irgendwie zuweisen? Okay, das scheint mir, als kann ich die mit diesem Bogen nicht nutzen. Ich habe dummerweise die Steinpfeile daheim liegen lassen. Ärgerlich.
Muss ich nur mal kommen oder woanders welche jagen. Habt ihr Glück hat. Beim nächsten Mal seid ihr dran. Wenn ich wieder Nahrung brauche. Gut, ich sehe da vorne schon mein Dorf. Sind nur noch die Banditen hier. Speer jetzt. Nichts mehr. Da kommt noch nichts Neues dazu. Alles klar. Die bleiben da liegen und zappeln, bis sie irgendwann weg sind. Naja, gut. Dann organisiere ich jetzt ein bisschen Nahrung. Für diese Folge würde ich sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Tschüss. Ciao, ciao.